Ja, ich weiß, das sieht ziemlich wild aus und ich muss auch sagen, so sieht mittlerweile mein Werkstattwagen aus und genau aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, das Ganze mal aufzuräumen und zu organisieren, das Ganze mal, naja, endlich mal auszumisten und dafür habe ich mir das Gridfinity-System von Zach Friedman heruntergeladen und ausgedruckt, beziehungsweise angefangen damit auszudrucken und ihr habt richtig gehört, ich bin noch bei weitem nicht fertig. Also ich habe jetzt vielleicht gerade mal ein bis zwei Schubladen in meinem Werkstattwagen damit ausgestattet mit dem, was ich hier auf dem Tisch liegen habe. Und es wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch so weitergehen, dass ich weitere von diesen kleinen Containern oder auch anderen zweckgebundenen Containern drucken werde. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Mekorama.de und heute schauen wir uns dieses ganze Organisationssystem einmal an und ich zeige euch mal, ob das Ganze vielleicht auch was für euch ist und ob ihr damit euer Chaos auch aufgeräumt bekommt. Fangen wir erst einmal ganz vorne an. Was kann man damit machen? Ich habe eben schon mal hier so einen kleinen, naja, so eine kleine Box gezeigt, wo man dann natürlich ganz schön so Schrauben und Muttern wie jetzt hier entsprechend reinwerfen kann. Da ist auch oben ganz schön ein kleiner Platz gelassen für eine Beschriftung. Da kommen wir gleich noch mal zu. Da habe ich nämlich entsprechend was für euch, was ihr dann runterladen könnt, um das Ganze euch ein bisschen leichter zu machen. Es gibt aber auch Sachen wie zum Beispiel mal hier für meine Akkus von der kleinen Sony-Kamera, die ich dann ganz einfach hier drin verstauen kann. Das ist auch relativ einfach gedruckt. Für die große Kamera, für die Akkus von der großen Kamera bin ich gerade was am Design. Und natürlich gibt es dann auch wie hier zum Beispiel mal für die, na, kommt da raus, für die Zangen, also für die Knipex und für die kleinen Spitzzangen entsprechend kleine Behälter, wo man das Ganze schön reinstellen kann. Denn es geht nicht nur darum, das Ganze zu organisieren, sondern auch so entsprechend schön darzustellen, dass man jederzeit seine Werkzeuge schnell sieht oder das, was man sucht, schnell sieht und schnell finden kann und auch ohne Probleme Zugang dazu hat. Das ist der ursprüngliche Gedanke hinter dem ganzen System. Wer jetzt sagt, Maggie, pass mal auf, das kenne ich doch schon. Da hat doch schon ein anderer YouTuber namens Alexander Chappell entsprechend das Ganze bereitgestellt und zwar kostenpflichtig auf seiner Webseite. Ist das denn nicht ein Rip-Off von der ganzen Sache? Jein, da scheiden sich momentan die Geister dran. Klar, die Baseplate, wie wir sie hier haben, kennen wir von Alexander Chappell und er hat auch verschiedene Boxdesigns entsprechend bereitgestellt. Allerdings sind das Boxdesigns, die speziell auf seine Bedürfnisse in der Werkstatt für die Holzverarbeitung gedacht sind. Und Zach Friedman hat sich gedacht, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich habe zwar die Baseplate jetzt nochmal kostenlos bereitgestellt, aber ich werde nochmal Container für kleine Schrauben wie, oder Muttern wie jetzt hier sowas bereitstellen. Oder aber auch jetzt zum Beispiel mal, ich greife jetzt mal vor, sowas hier für den Vera Magnetizer, ja, dass man dort entsprechend dann auch solche kleinen Werkzeuge, die man normalerweise im 3D-Druck und im Feinmechanikerbereich braucht, dass man die dort auch verstauen kann. Und das finde ich ziemlich genial, dass er dann gesagt hat, okay, er stellt diese Teile Open Source bereit und stellt auch eine Basis bereit, wo jeder in der Lage ist, quasi seine eigenen Teile selbst zu designen. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich habe nämlich mir die Mühe gemacht und habe einfach mal ein, zwei Sachen selbst designt. Den ersten Versuch seht ihr hier. Das ist nämlich ein Behälter für solche Gewindeschneider und das finde ich ziemlich praktisch, denn ich habe die bisher in so einer großen und sehr platzverschwendenden Art und Weise, naja, aufbewahrt. Und jetzt kann ich hingehen, kann sagen, das hier sind M5 Gewindeschneider. Die passen jetzt hier hinten ganz ordentlich rein. Na, wenn dann schon in der richtigen Reihenfolge. Und so kann ich die dann entsprechend schön hier in die Schublade packen. Hab damit kein Problem, wenn ich jetzt auf und zu mache, dass die hin und her rollen. Es ist alles sicher verstaut und das finde ich echt klasse. Das gleiche habe ich gemacht, als ich endlich mal im Baumarkt diesen Vera Magnetizer gefunden habe. Damit kann man wunderbar Schraubenzieher magnetisieren und entmagnetisieren. Ich habe nur leider kein Thing dafür gefunden, kein Gridfinity-Thing sozusagen und habe mir kurzerhand ein eigenes Design, was perfekt passt. Ja, es ist noch vielleicht ein bisschen locker, okay, ja. Aber es passt schon mal, man kann das Teil reinstellen, man kann das Teil so reinstellen, dass es ohne Probleme entsprechend direkt gefunden werden kann und man es auch ohne, dass man irgendwie dran ziehen muss oder sonst was in Richtung entnehmen kann. Und das finde ich schon mal ziemlich genial. Das macht das Ganze auch wirklich für mich zum Beispiel mal attraktiv und auch wirklich nah und greifbar. Und das Gleiche funktioniert im Prinzip mit vielen anderen Sachen. Ihr seht hier, ich habe eben schon erwähnt, dass ich hier meine Zangen quasi hier aufstellen und hinstellen kann. Klar, das passt nicht mehr in eine flache Schublade rein, aber in die große Schublade, die ich unten im Werkzeugwagen habe, kann ich das allemal reinstellen und damit spare ich dann auch insgesamt ein bisschen Platz, weil bisher liegen die einfach alle flach darum und ja,
diesen Mehrplatz kann ich halt benutzen, um mehr Schrauben oder sonst irgendwas unterzubringen. Auch habe ich mir was gedruckt, um zum Beispiel mal meine schönen 18650er Batterien aufzubewahren. Das ist auch sehr cool, dass es sowas gibt. Es gibt wirklich für alles Mögliche. Hier Container für Kleber, den ich mir da reinpacken kann oder irgendwas, was da gerade reinpackt. Ich habe mir zum Beispiel ein Behältnis gedruckt, wo ich meine Schweizer Armeemesser aufbewahre oder meine Taschenmesser aufbewahre. Ein Behältnis, wo ich meine Acrylfarben von der Airbrush reinpacken kann. Das muss natürlich auch noch ein paar Mal gedruckt werden, weil davon habe ich ein bisschen mehr als nur 6 Stück. Und dann gibt es noch mal was Cooles, wie zum Beispiel mal dieses Tool hier oder diesen Halter für den Prusa. Ja, also beziehungsweise für einen 3D-Drucker, nicht unbedingt für einen Prusa. Da kann man dann, was weiß ich, eine Spachtel reinpacken, hier nochmal einen Kleber, hier nochmal eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte und verschiedene Schlüssel. Solche Imbusschlüssel wie das hier, der ist ein bisschen zu groß, aber die anderen Imbusschlüssel, die man normalerweise mit den 3D-Druckern mitgeliefert bekommt, kann man hier auch wunderbar reinpacken. Die Links zu den einzelnen Dateien packe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung, könnt ihr euch alle runterladen. Ist eine Menge, wenn ihr irgendwas nicht findet, schaut einfach auf thanks.com, auf Printables oder sonst wo entsprechend nach. Dort werdet ihr mit Sicherheit jede Menge finden. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch ein eigenes Aufbewahrungsmittel erstellen, dann ist das kein Problem. Den Link zu dem Template findet ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise den Link zu OpenSCAD, Fusion 360 und allen anderen Programmen packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ich habe auch das Template von jemand anderem für Fusion 360 nochmal so aufgebaut, dass ich nicht nur das 1x1, also diese Behälter hier entsprechend damit erstellen kann, sondern auch größere Behälter. Momentan bin ich bei 1x2 und 1x3. Das heißt, es wird mit der Zeit ausgearbeitet, damit ihr dort die verschiedenen Größen drin habt und das nicht selbst nochmal irgendwie aufbauen müsst. Sondern damit könnt ihr dann wirklich direkt loslegen und direkt eure eigene Aufbewahrungsmöglichkeit für das Gridfinity-System entsprechend drucken. Kommen wir mal zu einem Punkt, an dem man erstmal nicht denkt, wenn man sich mit dem Gridfinity-System beschäftigt und anfängt, die ersten Dateien zu drucken. Nämlich, die sehen alle immer schön kunterbunt aus, die Bilder, die man davon sieht, und man hat den Eindruck, okay, da hat man die letzten Reste von seinem Material verwertet. Ich meine, schön aussehen müssen sie nicht unbedingt, sie müssen nur zweckmäßig sein. Stimmt, und ich habe hier auch, wie ihr eben schon sehen konntet, hier unten ein blaues PETG verwendet und hier oben ein goldenes. Ganz einfach, weil die blaue Rolle leer war und ich gesagt habe, okay, die nächste Rolle, die leer werden muss, ist das Goldene. Das ist aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wenn ihr Behältnisse druckt, wie dieses hier zum Beispiel mal, kann es durchaus passieren, dass diese langen, hohen und sehr dünnen Wände mit einer schlechten Layer Adhesion halt anfangen zu brechen. Wie es bei mir hier schon passiert ist, ich habe hier schon den einen oder anderen Riss drin, der ist noch nicht ganz durch, aber es kann natürlich passieren. Das heißt also, wenn ihr so etwas druckt, druckt es am besten nicht mit einem Silky-Filament oder etwas Ähnlichem, was halt, naja, sehr spröde ist oder sehr leicht entsprechend die Layer auseinandergerissen werden können. Denn wenn ihr da ein bisschen was an Gewicht drin habt, logischerweise, dann habt ihr auf einmal den oberen Teil in der Hand und der untere Teil liegt komplett verstreut auf dem Boden und das wollt ihr natürlich auch nicht. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist, richtet eure Drucker, bevor ihr mit dem Gridfinity-System beginnt, richtig ein. Was meine ich damit? Naja, levelt eure Drucker, schaut, dass die Dimensionen von euren Druckern passen und übereinstimmen, denn ansonsten habt ihr keinen Spaß, so wie ich jetzt gerade hier. Ich habe nämlich ein paar Container gedruckt auf einem Drucker, den ich zu gut gelevelt habe, das heißt, der war zu dicht an der Druckplatte dran und dadurch habe ich einen kleinen Elefantenfuß und das sorgt dafür, dass ich die Drucke richtig reindrücken muss. Während ich bei anderen Drucken hier das ganz einfach rausnehmen kann, das ist also ein Unterschied wie Tag und Nacht, die fluppen richtig rein und damit erleichtert ihr euch später die Arbeit und habt auch mehr Spaß an dem System. Für den nächsten Tipp sage ich einfach nur Work Smart, Not Hard. Und ich habe mir einfach für die Beschriftung der Container eine Vorlage erstellt, die ich am Computer ganz einfach ausfüllen und ausdrucken und ausschneiden kann. Ich habe das hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ja? Das heißt, ich nehme mir einfach einen Kleber, fahre mit dem Label da drüber, damit das schön ordentlich abgedeckt ist und schon kann ich hier die M5x8, ich wähle jetzt einfach mal die orangenen Container für die M5-Schrauben aus. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ja?
Und schon habe ich den Container ordentlich beschriftet und kann den jetzt entsprechend schön ordentlich befüllen. Den Link zu der Vorlage findet ihr unten in der Videobeschreibung und wir gehen über zum nächsten Tipp. Ich habe gerade schon erwähnt, dass ich mir die orangenen Container ausgesucht habe, um dort meine M5-Schrauben unterzubringen. Und das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt gerade kein Orange zur Verfügung habt, könnt ihr natürlich jede andere Farbe verwenden, die ihr wollt. Und ihr könnt auch ganz ehrlich, naja, jeden Container anders drucken, also jeden Container in einer anderen Farbe drucken. Das ist euch komplett überlassen. Es gibt Leute wie ich, die das vielleicht mit einem Farbschema-System machen. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn wir die orangenen Container ausgehen, dann werde ich auch hier die goldenen weiter benutzen oder aber auch einen roten oder sonst eine andere Farbe. Hauptsache, die Schrauben sind ordentlich unter. Also von daher nehmt das nicht ganz so eng, wie es vielleicht der ein oder andere tut. Macht es, wie es für euch passt und habt Spaß damit. Ja? Ich habe euch eingangs ja gezeigt, dass ich hier solch ein, naja, Chaos an Schrauben habe, das ich aus verschiedenen Projekten, aus verschiedenen 3D-Druckern entsprechend rausgesogen habe. Unter anderem auch aus dem Creality Ender 4, den wir gerade zum Low-Budget-Büro umbauen. Den Link dazu findet ihr oben in der Ecke. Und ich habe gesagt, okay, das muss halt irgendwie aufgeräumt werden. Und damit ich das hinbekomme und die ganzen Schrauben sortiert bekomme, habe ich mir dieses Teil ausgedruckt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Schraubenmesstool, nicht gerade schön gedruckt, aber es reicht, um abzulesen, wie groß eine Schraube ist und wo es dann ungefähr hingeht, die Reise. Und hier sage ich, okay, das ist eine M5. Ja, passt. Und hier sind wir bei, naja, sagen wir mal 30, also eine M5 30. Und die packe ich jetzt einfach mal hier in den einen Container rein. Und natürlich kann ich auch hier die ganzen anderen Sachen, wie die kugelgelagerten Räder, die ich vielleicht später nochmal von dem Gummi befreien werde, hier in andere Kisten reinpacken, wie ich gerade lustig bin und damit mein Chaos hier Stück für Stück aufräumen und mehr Ordnung in meine Werkstatt und mein Studio bringen, in meinen Werkstattwagen, dass ich hier auch wieder ordentlich an Projekten arbeiten kann und nicht dieses Chaos habe. Wenn ihr jetzt sagt, so ein Schraubenchaos habe ich gar nicht, Maggie, meine Werkstatt ist aufgeräumt, dann habt ihr vielleicht dieses Teil hier. Ja, wunderschön, ne? Wenn ihr nämlich da anfangt, drin rumzusuchen, dann kann es euch, genau wie bei Zach Friedman oder auch bei mir passieren, dass einfach mal so ein Trenner hier den Abgang macht. Und dann habt ihr ruckzuck zwei Schraubengrößen miteinander vermischt. Und mit diesem Schraubenmesstool könnt ihr die Schrauben wieder einsortieren und könnt sie dann in solche Fächer packen, damit sie nicht wieder sich miteinander vermischen, wenn sie es nicht so. Das ist auch einer der positiven Aspekte für ein Gridfinity-System. Was ich auch cool finde, ist zum Beispiel mal, na, ohne jetzt irgendwas kaputt zu machen, dieses Teil hier. Und ich möchte euch mal kurz was zeigen. Ich habe schon seit Ewigkeiten quasi dieses Teil auf der Werkbank stehen. Danke Marco nochmal vielmals dafür. Das hat er mir auf dem Stammtisch mitgebracht, das Teil. Und ich finde die Schraubendreher echt genial. Und ich nutze sie wirklich fast in jedem Bild. Aber sie nehmen halt jede Menge Platz weg und ich kann sie so nicht in den Werkstattwagen packen. Deswegen fangen wir einfach mal an und sortieren die einfach mal hier ein. Der Druck hat zwar ewig gedauert, aber ich finde, das war es wert, denn ruckzuck kann ich die Teile in der Schublade verstreuen. Es wackelt nicht, es ist alles fest und ich habe das Ganze ordentlich verstaut. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Hat jetzt summa summarum, glaube ich, 16 Stunden gedauert zum Drucken. Wenn ihr natürlich euren Drucker ein bisschen getuned habt, ein bisschen Input-Shaping betrieben habt, ich habe es jetzt auf dem Brewster gedruckt, weil ich dort auch die Baseplates gedruckt habe, dann seid ihr natürlich schneller, klar. In puncto Infill, damit ihr jetzt nicht auf die Idee kommt zu sagen, okay, ja, ich drucke das Ganze jetzt mit, keine Ahnung, 5% Infill, das habe ich auch versucht und das Ergebnis zeige ich euch gerne. Sieht dann summa summarum so aus, also nicht wirklich schön. Klar, es ist ein funktioneller Druck, aber naja, er sollte auch stabil sein und er sollte auch was aushalten und von daher gibt lieber mal so irgendwas um die 15%. Das war so die Schmerzgrenze, bei der ich gesagt habe, okay, das reicht aus und das kann ich nutzen und das ist auch relativ schnell zu drucken. Klar, ich habe zum Beispiel mal auf dem Effelzahn Q5 bin ich deutlich schneller, nur da passt dieses große Teil halt nicht drauf. Von daher musste ich irgendwo einen Kompromiss eingehen. Der Voron war, wie gesagt, beschäftigt damit, die Teile für den Low-Budget zu drucken. Und ja, letzten Endes ist es gut rausgekommen, finde ich, und macht echt einen guten Eindruck. Und in diesem Sinne hat euch das Ganze hoffentlich gut gefallen. Vielen, vielen lieben Dank auch an all meine Patreonen, die mich unterstützen. Mittlerweile sind es so viele, dass ich mir die Namen nicht mehr alle merken kann. Ich blende sie hier mal ein.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, heute allein, und ciao.